Wir haben uns seit 10 Jahren darauf spezialisiert, hochwertige Serienfahrzeuge zu individualisieren und hierbei ein ständig wachsendes Bedürfnis festgestellt. Wir versuchen, diesem Trend gerecht zu werden, indem wir auch neue Technologien mit einbringen, sei es auf dem Gebiet der Lackierung, Beispiel Duo-Effekt-Lackierung, Innenraumausstattung. Ein exklusiv und funktioneller Innenraum ist für unsere Kunden auch immer sehr wichtig. Wir haben hier den Innenraum komplett in Alcantara ausgestattet, mit einer hochwertigen Stereoanlage, bei der das Bedienteil hier in der Armlehne diebstahlsicher versenkbar ist. Bei dem Wagen selbst war es uns wichtig, dass wir der Faltdach- und Flügeltürlösung eine zeitgemäßere Version entgegensetzen. Auf Knopfdruck fährt das Original-Stahldach sanft auf das Heck ab. Als kleine Denkfabrik haben wir uns das Ziel gesetzt, neue Elektronik möglichst schnell ins Auto umzusetzen. Als Beispiel soll uns dienen das B&B DINFO-System, DINFO als Abkürzung für digitales Informationssystem,
Dies ist ein Personal Computer fürs Auto, der sämtliche wichtigen Informationen für den Fahrer heraussortiert und zur Anzeige bringt. Ist kein Warnfall gegeben, so kann ich automatisch auch jede beliebige Sache mir abrufen, zum Beispiel Uhrzeit, Motorwerte wie Drehzahl, Öldruck, Öltemperatur, Batteriespannung oder aber Fahrzeit, Startzeit, die Kilometer vom Start und ähnliches. Diese Entwicklung lässt sich beliebig fortsetzen. Was immer der Fahrer an Informationen verkraften kann oder sich wünscht, lässt sich per Software in das Programm eingeben. Wir haben ein Lenkrad entwickelt, bei dem man mit Hilfe eines Mikroelektronikbausteins diesem Lenkrad die Intelligenz verleiht, 36 Funktionen über das vorhandene Hupenkabel zu senden. Im Falle der Radiobedienung können wir nach ARI-Sendern fragen, Sendersuchlauf bedienen oder die Lautstärke damit ein- und ausschalten. Täglich gibt es neue Gesetzgebung für die Motorentechnik, täglich ändern sich die Benzinpreise, das heißt, vom Maschinenbau wird immer mehr Flexibilität erwartet. Wir haben uns eine zukünftige Lösung ausgedacht, die versucht, darauf einzugehen, und zwar ganz einfache Maschinenbautechnik und sämtliche Intelligenz für alle notwendigen Änderungen packen wir in die Elektronik. Wir haben hier vor uns einen sogenannten Hubregelmotor. Das heißt, wir können auf Knopfdruck den Hubraum ständig zwischen 1 bis 2 Liter Hubraum ändern. Damit können wir jeder Gesetzgebung genügen, ob die Gesetzgebung nun auf das Abgas eingeht oder auf das Geräusch. Dies erreichen wir, dass wir die bisherige Kurbelwelle mit den entsprechenden Teilen wegfallen lassen. Wir gehen dazu über auf eine Platte, die sich in einer Taumelbewegung bewegt und eine zweite Scheibe damit in Rotation verbringt. Die Nockenwelle ersetzen wir durch eine Kurvenscheibe, sodass wir auch dieses teure Teil einsparen können. Vergleichen wir nun hier den Zylinderkopf,
so können wir erkennen, dass Ventiltrieb, Brennraum, Zündkerzenloch identisch bleiben der herkömmlichen Technologie. Wir gehen davon aus, dass es sinnvoller ist, eine Evolution auf diesem Sektor zu machen als eine Revolution. Die Intelligenz packen wir nun alles in diese Platine und können hier jedes beliebige Programm schreiben, in welcher Art und Weise sich der Hubraum verändern soll. Die Vereinfachung, die hier geschieht bei der Montage, ist ein weiterer Vorteil dieses Prinzips.